Das sind tatsächlich eben dann die moderneren Löscher auch. Hier seht ihr so einen gelben Sicherungsstift, der erstmal rausgezogen werden muss. Das hat einfach den Hintergrund, dieser rote Button, den müssen wir dann auch reindrücken, wenn wir das Ganze gezogen haben, der sticht da unten so eine kleine Kartusche an. Da ist dann eben Treibmittel drin, dass da Druck drauf kommt und durch den Druck kommt dann eben das Löschmittel, bei unseren Übungslöschern ist das Wasser, bei vielen anderen Sachen ist das tatsächlich dann eben Schaum oder Pulver, kommt das dann eben raus. Das heißt, Sicherungsstift ziehen, draufdrücken, dann müssen wir kurz warten, also nicht wundern, wenn dann noch nicht gleich was kommt, 1-2 Sekunden, bis sich das Ganze vermischt hat und dann geht das. Ansonsten, die Feuerlöscher gibt es eben auch noch, das sind sogenannte, das ist eine Auslöseeinrichtung dann auch für einen Dauerdrucklöscher. Das heißt, die sind ständig unter Druck, da müssen wir nicht noch irgendwie eine Kartusche in Gang setzen. Da ist es so, dass wenn wir hier drücken, kommt direkt hier unten was raus. Hier unten haben wir die Auslöseeinheit, hier unten den Hebel und hier ist der Hebel hier oben drauf. Das heißt, hier haben wir diesen Metallsplint, der diesen Hebel einfach eben sichert, weil hier wäre es tatsächlich so, sobald ich hier drauf drücke, kommt unten das Löschmittel raus. Die sind immer alle verblombt, das heißt, ich muss die ziehen, das kann auch mal ein bisschen Kraft bedeuten. Und dann kann ich damit los. Einfach los,
Genau, überlegen kurz, was ich gerade gesagt habe. Und wer den Anfang machen möchte, schnappt sich einen Löscher. Und genau, fängt erstmal an, ein bisschen Abstand. Feuerwehrhelm darf anfangen. Und dann legen wir mal los. Okay, soll ich dir helfen oder geht es? Helfen, Mama, okay. Soll ich hinten, du, am besten du führst, ich halte das und gebe ein bisschen Gas, okay? So. So. Genau, jetzt gehen wir ein bisschen drauf zu. Ein bisschen höher, wir müssen ja oben reinkommen. Oben rein. So, oben rein noch. Okay, wer kann helfen? Wir brauchen schnell Hilfe. Wir brauchen noch einen, der noch hilft. Wer nimmt noch einen Feuerlöscher in die Hand? Ihr wart schon. Genau, die nächste in der Runde. Hol den Feuerlöscher, dann helfen wir. So, wir machen das gleich nochmal zusammen mit dem Rest. Genau. Der Papa noch und dann machen wir das nochmal zusammen. Genau. Super. So. Jetzt einmal oben aufs Aufdrücken. Super, genau. Und dann gucken wir, dass wir das zusammen nochmal machen. Mit Sprühpuls anfangen. Gib mal Gas. Genau, hier ist auch noch Gabe. Genau, kurz früh. Und jetzt, weil wir vorgehen, auch noch ein bisschen mehr Gas geben und von oben rein. Genau, super. Jetzt haben wir es zusammen geschafft. Hervorragend. Genau, leg los. Super. Sehr schön. So, noch nicht so nah dran, das ist ein bisschen probieren, dass wir ein bisschen Abstand gucken, wie weit der Strahl geht. So, und jetzt dann drauf zu gehen. Jetzt können wir drauf zugehen und ein bisschen höher, dass du von oben reinkommst. Das alles. Ja, das ist jetzt leider ein bisschen. Genau. Das ist das. Genau, jetzt richtig draufdrücken. Und so ein bisschen rein. Oh ja, super, ist aus. Super, Mia. Dann dürfen wir auch nicht mitmachen. Alles nochmal neu. 1, 2, 3. Perfekt. Genau so. So. Neben Rufen muss man natürlich auch immer wieder mal klatschen und auch vor allem am Ende klatschen. Also einmal alle kräftig in die Hände klatschen. Da können wir noch ein bisschen mehr rausholen und gleichzeitig auch noch stampfen. Also einmal klatschen und stampfen. Und so. Sehr schön. Und dann will ich euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen und nicht aufnehmen. Und dann geht es jetzt auch los und ich würde nochmal alle zusammen ganz kräftig den Kasper rufen. Ja, guck mal, ich hab die Halskette bekommen. Oh, hallo liebe Kinder. Ja, wie geht's euch? Gut? Ja, aber ganz schön leise. Sag mal, wie geht's denn euch? Spaghetti. Hast du Spaghetti? Nein, leider keine Spaghetti. Spaghetti. Okay. Thank you.
Ha 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 ha